Es ändert sich ja nicht nur durch die Digitalisierung etwas. Alle wissen, dass wir einen Klimawandel haben, alle wissen, dass wir jetzt mehr für Gesundheitsvorsorge machen müssen. Nadine hat schon angedeutet, die Bürger ändern sich in ihrer Einstellung. Wir bekommen ganz andere Wettbewerber aus Asien, das Tempo erhöht sich. Das heißt, die öffentliche Verwaltung steht unter ganz vielen neuen Herausforderungen, die sie mit ihren herkömmlichen Arbeitsweisen nicht erledigen können. Und unser Leitbild ist das des lernenden Staates. Das heißt, der Staat tut auch gar nicht so, als wenn er alles für die Zukunft genau weiß. Und heute machen wir dann noch eine Enquete-Kommission, die noch mal 4 Jahre tagt, um dann auch nicht zu wissen, wie sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Wir sagen, lasst uns doch jetzt die Basis bauen, dass andere darauf Innovationen machen. Lasst uns offen über die Ziele reden und gucken, ob wir sie erreichen. Und wir nennen das den lernenden Staat, dann auf diesen datenbasierten auch immer wieder nachzusteuern, ob das geht. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass wenn wir ein einziges Ziel verfolgen, dann kann das der Staat auch, nicht? Wir gucken uns an, wie viel Ansteckung haben wir, wie viel Ansteckung wollen wir erlauben und was sind die Maßnahmen. Und wir sagen auch ganz offen, wir lernen, wie viele Schulen kann man öffnen. Jetzt öffnen wir ja alle wieder nach den Sommerferien, das halte ich auch für richtig. Aber ob ich das im Oktober immer noch für richtig halte, das will ich heute gar nicht festlegen, weil ich ja im Oktober wieder schlauer bin als heute und mehr weiß. Und damit meine ich jetzt nicht mich persönlich, sondern alle in der Politik. Und deswegen glauben wir, dass der lernende Staat die richtige Grundlage und die Strategie ist. Wir sind aber nicht nur auf der Strategie in diesem Buch stehen geblieben, sondern wir haben auch gesagt, und wie könnte man denn schrittweise zu diesem Leitbild kommen, und haben deswegen diese 103 Vorschläge entwickelt.